Heute beginnt hier am Fuße der Gedächtniskirche die 44. Seniorenwoche und wir wollen mal schauen, wen wir da so alles treffen. Hast du schon mal was von der Seniorenwoche gehört? Nein. Nicht? Und könntest du dir was drunter vorstellen? Naja, vielleicht zum guten Zwecke für die Senioren, also irgendein Fest vielleicht oder Angebote für sie. Ich denke, da wird was getan für die ältere Bevölkerung, ne? Ja. Was Gutes, hoffe ich. Die Seniorenwoche findet jetzt und heute am Fuße der Gedächtniskirche statt. Okay. Und wenn Sie Lust haben, können Sie ja mal runtergehen. Ja, ich denke, ich bin noch nicht so weit. Haben Sie schon mal was von der Seniorenwoche gehört? Nee, haben wir noch nicht gehört. Aha. Was könnten Sie sich darunter vorstellen? Vielleicht eine Woche, wo besondere Veranstaltungen für Senioren angeboten werden? Ja, die findet heute, beziehungsweise heute ist Eröffnung und findet am Fuße der Gedächtniskirche statt. Aha. Und wenn Sie lustig sind, können Sie ja näher mal rübergehen. Gucken wir uns mal an. Sagt Ihnen das irgendetwas? Nein, gar nichts. Heute am Fuße der Gedächtniskirche, eine Woche lang Seniorenwoche. Ja. Was denken Sie, was da so präsentiert wird? Kann ich Ihnen nicht sagen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Mhm. Ja. Also ich, ja. Muss ich passen, tut mir leid. Ja, da komme ich ja gerade her. Ich bin von der Seniorenvertretung Marzahn-Hellersdorf. Wir haben gerade Standbesetzung gewechselt. Ja, ja. Ja. Und wie war es denn bisher? Ja, heute ist vieles in den Regen gefallen an sich mit und konnte nicht die Stände richtig aufgebaut werden, weil es früh geregnet hat. Was soll denn diese Seniorenwoche bewirken? Ja, wir haben an sich, dass wir von den Seniorenvertretungen oder auch alle anderen Seniorenverbände mal öffentlich das darstellen, was sie machen, dass den Älteren an sich das auch bekannt wird, dass man weiß, wo man sich hinwenden kann, Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Leuten an sich mit drinne. Wir für uns sammeln auch eine Menge Material, was wir selber für unsere Arbeit weiterhin brauchen halt. Das sind an sich viele Sachen, die dafür wären, ja. Was macht das Seniorenwerk Berlin? Wir sind ein alten Selbsthilfezentrum und auch Stadtteilzentrum und eine Begegnungsstätte und bieten mit 24 Interessenkreisen für den älteren Menschen Angebote, wie Sie hier auch sehen. Ich greife das mal auf. Also Sie haben da verschiedene Freizeitangebote, beispielsweise Gymnastik, Kartenspiel, Malkreis, dann haben wir Kegeln, Kulturkreis, Sonntagsspaziergang, Yoga für ältere Menschen. Also, und Beratung natürlich, das Angebot ist vielfältig. Ja, natürlich. So wie die Interessen der einzelnen Senioren sind, so ist auch unser Angebot. Ne? Und jeder sucht sich das aus, was er am liebsten machen möchte. Der eine kegelt lieber, der andere macht Gymnastik oder Bewegungslehre oder Sitztanz. Es kommt gerade immer auch auf die Kondition des Menschen an. Ne? Und das Sozialwerk Berlin organisiert die Seniorenwoche. Ja, das machen wir seit einigen Jahren. Der Organisationsstand ist nebenan, aber wir sind das Haupt darüber. Und wo sind Sie zu Hause? Wo findet man Sie in Berlin? In der Humboldtstraße 12 in Berlin-Grunewald, in der Nähe des Bismarckplatzes. Dann nehme ich mal an, da werden Sie sicherlich von den Senioren im Umkreis dann mehr besucht, ja? Das ist gar nicht so der Fall. Aus ganz Berlin kommen die Leute zu uns. Kann aus Oranienburg, aus Velten sein, aus Hohenneuendorf. Es ist also ganz unterschiedlich, wo die sich die Leute bei uns zusammenfinden. Wir sind einfach ein tolles Haus und das zieht natürlich die Leute an. Wir sind jetzt hier bei einem Stand und zwar die Grauen. Es gibt sie noch, wer hätte das gedacht? Und hier der Herr Schulz, Sie sind ja noch recht jung. Ja. Warum sind Sie bei den Grauen? Na, weil die Grauen eine Partei sind für alle Generationen. Und es geht natürlich im Grundkonzept schon darum, ums Älterwerden, das ist klar. Aber ich werde auch mal alt und deshalb die Erfahrung der Älteren aufzunehmen. Die Jüngeren haben Power, das umzusetzen. Das muss das Grundkonzept sein, jung und alt gemeinsam. Und was konnten Sie denn schon umsetzen? Ja, was konnten wir umsetzen? Zum Beispiel finden wir es gut, die Bürgersteuer abzusetzen, senken, weil ich auch im Sozialausschuss bin, konnte ich sowas durchsetzen. Oder wie gesagt, dass wir auch sind für die Jugend mit dem Mindestalter, das fordern wir ja auch, 12,50 Euro, damit die nämlich eine bessere Rente kriegen und nicht so leidliche Rente kriegen wie wir. Nicht? Das ist ja wichtig.
viele sagen, gegen die Altersarmut. Gegen die Altersarmut, ne? Denn viele sagen ja auch schon, ich bin nicht grau genug. Nee, früh müssen wir anfangen, um eine gute Rente für die Jugend zu haben. Denn wir Rentner, ich bin jetzt gerade frisch Rentner, sozusagen seit 3 Jahren, da ist die Rente gelaufen. Nicht? Aber ich muss für meine Kinder und Enkel mich einsetzen, dass die richtige Rente mal kriegen. In diesem Sinne, die Grauen setzen sich also für die Jugend ein, aber auch für die älteren Menschen, damit die eine vernünftige Rente bekommen. Ja, und vielleicht wählen sie ja die Grauen bei der nächsten Europawahl. Was ist die Aufgabe des Berliner Seniorentelefons? Was machen Sie? Wir sind dafür da, ältere Bürger, aber auch alle Angehörigen und Menschen, die Fragen über Fragen des Alters, der Gesundheit, alles, was im Leben vorkommt, im Alter zu beantworten. Und was kommen denn da so für Fragen? Es geht sehr viel um Altersprobleme. Einsamkeit ist ein ganz großes Thema in unserer Stadt. Viele Leute suchen nur Partner, mit denen sie sich mal unterhalten können, die ihnen kleine Ratschläge geben. Aber oft ist es auch wirklich nur der große Gesprächsbedarf. Da ist da eigentlich die Telefonseelsorge dann eigentlich der richtige Ansprechpartner, ne? Die Telefonseelsorge ist die fachlich qualifizierte Institution. Wir sind dafür da, die kleinen Sorgen des Alltags und des Lebens zu besprechen und den Leuten wieder Mut zum Leben und Mut zur Selbsthilfe zu geben. Beispielsweise kann man Sie anrufen, wenn man Fragen zur Pflege hat, zur Patientenverfügung oder zur Rente, ja? Ja, man kann uns mit allen Fragen anrufen. Wir können nicht alle Fragen beantworten, aber wir wissen immer eine Lösung, wer für diese Fragen zuständig ist. Zum Beispiel bei der Patientenverfügung würden wir dann unsere Stelle im HVD mit der Patientenverfügung weitervermitteln. Wir haben ein Computerprogramm, wo sehr viele Fragen beantwortet werden. Wir kriegen, wie auch bei dieser Veranstaltung, Broschüren und Informationsmaterialien aus den einzelnen Bezirken und sind darum gut gerüstet, die Fragen zu beantworten. Was wir noch sagen wollen, Sie sind beim Humanistischen Verband mit an Bord sozusagen. Wir sind mit an Bord, sitzen in der Wallstraße, haben da unser kleines Büro, machen 4-mal in der Woche unsere Sprechstunden. Wenn wir nicht da sind, ist ein Anrufbeantworter geschaltet und wir rufen 100%ig wieder zurück und versuchen jedem zu helfen. Das war's hier von der Eröffnungsveranstaltung der 44. Seniorenwoche. Alles andere findet in den Berliner Bezirken statt und ich kann sagen, wir bleiben auf jeden Fall dran.